So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von GIPF. Neu erschienen bei Hoch und Friends. Das Spiel hat mittlerweile schon fast 20, ich glaube es hat genau 20 Jahre auf dem Buckel. Ist von Chris Burm oder Burm, wie auch immer man ihn ausspricht. Ist Teil des GIPF-Projektes, also eine Reihe von mehreren Spielen, die alle in diese Richtung von so abstrakten Zwei-Personen-Spielen gehen, die man dann auch alle miteinander kombinieren soll. Also wenn man mehrere von diesen Spielen hat, dann kann man einzelne Elemente in andere Spiele einfügen, wie das geht, das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Irgendwie steht hier eine Anleitung drin, dass das geht, aber noch nicht wie. Wahrscheinlich müssen dafür erst mehr Spiele erscheinen und wenn dann, insgesamt gibt es glaube ich 6 Spiele aus der Serie, wenn dann halt genug davon erschienen sind, dann werden auch dafür dann die Regeln eingeführt. Oder ich habe es noch nicht gefunden, wissen wir nicht. Aber so ist es jetzt erstmal auch an sich schon ein interessantes Zwei-Personen-Spiel, das wir euch jetzt einfach mal vorspielen werden. Es gibt da 3 verschiedene Varianten. Einmal das Basisspiel, dann das Standardspiel und die Turniervariante. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Basisspiel an. Da legt jeder Spieler 3 von seinen GIPF-Steinen beiseite. Das heißt, wir spielen nicht mit 18 Steinen, sondern mit 15 Steinen. Am Anfang haben wir im Basisspiel schon mal eine Startaufstellung, wo einfach abwechselnd jeder auf diese Eckfelder in diesen Ecken jeweils einen von seinen Steinen legt. Und jetzt geht das Spiel dann los. Und zwar setzen wir mal zu Spielbeginn einen Stein auf eines dieser außenliegenden Felder mit dem Punkt. Da gibt es auch keine Seite. Also ich habe nicht die Seite und meine Mutter hat nicht die Seite, sondern man kann hinlegen, wo man möchte. Und dann kann man entweder den halt so schieben und schiebt dann noch alle anderen Steine, die in der Reihe liegen, einen vor. Oder man kann einfach einen Stein auf ein freies Feld schieben und das machen wir eben abwechselnd. Ziel des Spiels ist es, dass der andere Spieler keine Steine mehr ins Spiel bringen kann, weil er einfach keine mehr hat. Und zwar ist dazu ein relativ wichtiges Element, was wir uns gleich mal angucken werden, dass man Steine schlägt. Und zwar immer, sobald 4 Steine in einer Reihe liegen, werden alle Steine aus dieser ununterbrochenen Reihe aus dem Spiel genommen. Und eigene Steine bekommt man wieder zurück in seinen Vorrat. Steine vom Gegner werden einfach wieder kommen komplett aus dem Spiel. Und so kann man eben nach und nach versuchen, die Gegner zu schwächen und bei ihm irgendwelche Steine aus dem Feld zu nehmen. Und ja, es ist natürlich wie üblich bei abstrakten Spielen schon relativ denklastig. Am Anfang erscheint das noch sehr einfach. Man hat natürlich viele Möglichkeiten, gerade wenn man auch die anderen Varianten spielt. Und vom Grundgedanken her ist es natürlich auch hier wieder so, dass wenn man das im Normalfall richtig spielt, dann ja, denke ich über meinen Zug nach. Da kann man nicht mit mir reden, weil Spiel dauert dann genau so viel länger, wie man mit mir redet, weil ich einfach über meinen Zug nachdenken muss. Also es ist natürlich nicht sehr kommunikativ, daher ist so ein Let's Play natürlich auch nur bedingt interessant. Aber wir versuchen das einfach mal. Jetzt kann ich hier auch alle Steine in der Reihe einen weiterschieben. Und so bekommt ihr mal einen Eindruck davon. Wir zeigen euch auch gleich mal die anderen Varianten, was sich da ändert. Jetzt sind da 4 Steine in einer Reihe, das heißt, die kommen einfach alle raus. Und ja, ich habe jetzt viele Steine auf dem Spielbrett. Meine Mutter hat dadurch jetzt quasi erstmal noch nicht so viel gewonnen, ist aber vielleicht schon mal in einer ganz guten Position. Man kann eben dadurch natürlich versuchen, andere Steine irgendwie in eine Reihe zu bringen. Aber ja, gucken wir mal, was dabei so rauskommt. Potenziell, kann ich jetzt einfach den hier noch vorschieben. Dann hätten wir jetzt hier eben den Fall, dass ich hier 4 Steine in einer Reihe habe. Das heißt, jetzt würden die Steine alle rauskommen. Also auch der Stein hier, also alle Steine, die in der Reihe liegen, kommen raus. Wenn dieser Stein hier nicht wäre, dann hätten wir hier immer noch 4 Steine in einer Reihe. Das heißt, die würden alle rauskommen, wenn die zu der Reihe gehören. Hier ist Unterbrechung, das heißt, der Stein würde da liegen bleiben. Das heißt, jetzt in dem Fall bekomme ich einfach alle meine Steine zurück. Und die Steine von meiner Mutter kommen aus dem Spiel. Und dann ist sie wieder dran. Und wie gesagt, das geht jetzt eben so lange hin und her, bis ein Spieler keine Steine mehr hat. Ne? Und wenn sowas gelingt, dass man gegnerische Steine rausbekommt, dann werden die Möglichkeiten eben immer geringer. Und da muss man natürlich irgendwie versuchen, das irgendwie möglichst geschickt hinzubauen. Wenn ich jetzt übrigens hier einen Stein hinlegen würde, wenn jetzt übrigens hier ein Stein liegen würde, dann könnte man nicht von hier oder hier schieben, weil man nicht über die Randfelder hinausschieben darf. Das heißt, ich könnte jetzt mal versuchen, den hier hinzuschieben. Und genau, das wäre jetzt quasi gekontert. Das heißt, jetzt kann ich da erstmal nicht so viel machen. Und gerade natürlich, wenn man immer mehr Erfahrung mit dem Spiel sammelt, entwickeln sich da immer wieder neue Situationen. Und
Und das ist, glaube ich, zum Zugucken für Unbeteiligte mäßig spannend, weil ich kann jetzt natürlich den beiden ein bisschen was erzählen, also wirklich viel dazu kann man auch nicht erzählen. Man muss natürlich irgendwie über seine Züge nachgrübeln und gucken, was immer so das Interessanteste ist und was am meisten Sinn macht. Und muss natürlich auch aufpassen, es gibt insgesamt 37 Knotenpunkte. Wir haben 18, also jetzt gerade nur 15 Steine jeder und das sind ja auch schon ein paar raus. Das heißt, irgendwann kann es auch sein, dass man einfach alle Steine auf dem Spielfeld hat, auch wenn man noch gar keine Steine verloren hat, also oder erst ein, zwei Steine verloren hat und dann raus ist. Und natürlich werde ich jetzt wahrscheinlich vor lauter Quatscherei verlieren, aber gucken wir doch mal, wie sich das so ausgeht hier. Ja, jetzt ist natürlich auch hier so die Hälfte, wo Action ist. Das heißt, jetzt irgendwie hier einen Stein reinzubringen, wird wahrscheinlich gerade noch nicht so wirklich viel Sinn machen. Dann da rein. Genau, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Na, jetzt habe ich zum Beispiel schon nur noch 5 Steine. Das heißt, ich muss mal irgendwie zusehen, dass ich dann eine Reihe hinbekomme. Da kann ich zum Beispiel jetzt hier schieben. Natürlich hat immer auf vieles der Gegner eine Chance, irgendwie zu regieren. Gerade wenn das hier so aufgebaut ist wie jetzt hier. Aber in dem Fall jetzt ist das wahrscheinlich ganz gut für mich. Aber jetzt kann ich einfach weiterschieben. Zack. Und jetzt haben wir hier eine Viererreihe. Das heißt, die 4 kommen also von mir wieder zurück in meinen Vorrat. Und der weiße Stein ist raus. Kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwas übersehen habe. Ist natürlich auch nur ein Demospiel. Das heißt, die 4 Steine werden jetzt einfach rausgenommen, damit man wieder Möglichkeiten hat, weil sie hatten nur einen Stein über. Sieht jetzt natürlich ganz gut für mich aus. Also ich habe noch keinen Stein verloren, mein Gegner 3. Das heißt, die Chance, dass ich das Ding gewinne, ist natürlich relativ hoch. Aber man weiß natürlich nicht, was so passiert. Ich sehe da auch nicht gerade so die Möglichkeiten. Machen wir mal so. Wie gesagt, ich kann jetzt natürlich die ganze Zeit durchquatschen, damit ihr ein bisschen Kommentar habt. Allerdings bin ich jetzt auch nicht der weltgrößte GIPF-Kommentator. So. Wie gesagt, die Basisversion und die Turniervariante am Ende. Aha, das ist jetzt natürlich doof von mir. Ne, bam! Eiskalt gekontert, da vor lauter Quatsch nicht aufgepasst. Natürlich sollte man das nur mal versehen. Jetzt steht es quasi steinemäßig unentschieden. Also muss ich mich da jetzt natürlich irgendwie für rächen. Mal gucken, wie. Dann kommt die raus. Ich da einen Stein vor, immerhin. Und das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, was ich mit abstrakten Zwei-Personen-Spielen habe. Die sind meist natürlich ganz cool, aber eben auch wirklich extrem denklastig und dementsprechend auch sehr unkommunikativ. Nee. Wie waren die? So? Achso, ich schieb die einfach da hin, ich schieb's gar nicht weiter. Wieder nicht aufgepasst. Ne? Ihr habt das bestimmt sicher zu Hause schon gesehen, dass das voll doof war. Aber ich mache das trotzdem noch. Dann spielen wir den jetzt dahin. Dann kommt der weg. Und die kriege ich wieder. Also kriegt man eben auch immer dann wieder Steine zurück. Dann hat man wieder ein paar Möglichkeiten. Manchmal schiebt man auch einfach nur seine eigenen Reihen raus, um wieder Möglichkeiten zu bekommen. Man neigt auch immer am Anfang dazu, ein bisschen defensiv zu spielen, so wie das jetzt. Aber mit zunehmender Spielerfahrung ändert sich das ein bisschen. Das richtige Spiel nachher soll ja auch so 30 bis 60 Minuten dauern. Ich weiß nicht, wie lange jetzt schon das Video dauert. 10 Minuten und wir sind gefühlt schon nicht fast durch. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt hier eine halbe Stunde gehen wird. Aber gucken wir doch einfach mal, was da so passiert.
Übrigens, die Steine sind genauso groß wie die Originalsteine vom normalen Spiel. Das heißt, wenn ihr noch irgendwie eine alte Version besitzt oder andere Spiele aus der Reihe, aber euch gerade Gip fehlt, dann könnt ihr das auch noch miteinander kombinieren, was ja ganz gut ist, gerade wenn man diese Potenziale benutzt, weil die kann man dann ja irgendwie auf die normalen Gip-Steine legen. Und das ist eben miteinander kompatibel noch, auch rückwärts. Und so grob die Idee ist irgendwie, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel das Gip-Spiel spielt, die anderen heißen irgendwie Dwon und Zamz und die haben ja so ganz abgefahrene Namen, wenn man dann so ein Spiel spielt, dann, wenn man halt so eine Partie Dwon spielt, meinetwegen, und derjenige, der die gewinnt, der darf in der nächsten Partie dann ein Dwon-Potenzial benutzen und das ist halt nur ein Potenzial, das heißt, das kann man irgendwie nutzen, das legt man dann vorher auf irgendeinen Stein und wenn der dann, würde ich das... Wenn der Stein dann irgendwie aus dem Spiel kommt oder so, dann ist das Potenzial verschenkt, kann man es nicht benutzen. Aber wenn man irgendwie, das war jetzt voll dumm, aber wenn man irgendwie dann dazu kommt, das einzusetzen, hat man dadurch halt irgendwelche taktischen Möglichkeiten, Elemente aus den anderen Spielen zu nutzen. Und oh, ich glaube, ich habe gleich verloren. Oh, scheinbar doch nicht. Man ist gnädig zu mir. Oder mein Blick, was man jetzt nicht sieht. Also, ich habe noch einen Stein. Ah. Ne, gerade wenn ihr es auch dann vielleicht mit Anfängern spielt, ne, bei so abstrakten Spielen hat man natürlich immer Erfahrungsvorteil, wenn man das schon 10, 20 Mal gespielt hat. Und nee. Jetzt habe ich trotzdem noch wieder eine Möglichkeit. Jetzt kann ich den einfach rausschieben. Hätte sie jetzt irgendwie... also hättest du jetzt hier einen Stein rausgeschoben, da hätte ich keine Viererreihe machen können und dann wäre vorbei. Aber so bin ich jetzt zumindest nochmal wieder kurzzeitig im Spiel. Na, wie gesagt, dann würde ich halt immer auch den neuen Leuten ein bisschen Tipps geben, weil es bringt euch ja nichts, wenn ihr ein Spiel im Spiel gewinnt, weil der andere es einfach nicht kann oder halt nicht kennt und einen Erfahrungsnachteil hat. Deswegen da dann auch immer schon gerne mal irgendwie einen Hinweis geben, was man noch so anders machen könnte. Oder wo man vielleicht was übersieht, dann haben die neuen Leute auch einfach mehr Spaß am Spiel. Und wenn ihr euch dann durch Tipps und so in 3-4 Partien einen relativ würdigen Gegner heranzüchtet, macht das eben deutlich mehr Sinn, als wenn ihr irgendwie Partie um Partie gewinnt und der andere einfach keine Chance hat und dann braucht ihr 10, 20, 30 Partien. Wobei man natürlich auch sagen kann, dass man aus Niederlanden natürlich deutlich mehr lernt, aber das müsst ihr halt für euch sehen. Ich finde das so halt immer ein bisschen charmanter. Kommt da eine raus. Oh ja. Dann komme ich jetzt hier wenigstens wieder ran. Kommt der weg. Und die raus. Und so ergeben sich halt im Spiel immer wieder Situationen, wo dann eben einfach so nach und nach, wenn es ein einzelner Stein ist, aber gerade so richtige Profis, bei denen heißt es dann noch eben wirklich, dass derjenige gewinnt, der weniger Fehler gemacht hat. Sieht das schon wieder ein bisschen gefährlich für mich aus. Okay, da tut sich jetzt erstmal nicht so viel. Man will natürlich auch immer ein bisschen was rocken. Kriege ich die mal wieder? Ja. Immer wieder der gleiche Scheiß. Immer, aber doof für mich. So, und jetzt muss ich mir natürlich immer schlau überlegen, wie ich da am besten rankomme. Das wird wahrscheinlich nicht so easy. Sehe mein Schiff gerade untergehen. Ich fand das voll gut. Nein, nein, nein.
Und wir haben das jetzt auch noch nicht so oft, das war nicht nett, nicht so oft gespielt, dass wir euch da jetzt die Mega-Taktiken verraten können. Ich werde hier ganz schrecklich ausgeblutet. Zack, dahin. Da bringt nämlich dann auch gleich das Basisspiel und das Turnierspiel auch nochmal eine ganz interessante Variante rein. Die zeigen wir euch dann gleich, wenn das Spiel rum ist. Habt ihr jetzt auch mal eine ganze Partie gesehen und könnt euch davon einen Eindruck verschaffen. Wie gesagt, ne, ich habe es ja schon gesagt, der Nachteil von so abstrakten Spielen ist, da kann man auch nicht so viel Spannendes zu kommentieren. Das ist immer ein bisschen trocken und dröge. Oh. Mein letzter Stein. Nochmal gerettet. Du hast so Blödes. Nein. Oh, und jetzt? Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich im Vorteil, weil nur noch zwei Steine sind. Jetzt muss man natürlich ein bisschen auf Attacke spielen. Oh. Ja, dafür verlierst du hier jetzt ein. So, und schon ist das Spielfeld wieder leer. Und jetzt heißt es vielleicht wirklich ein bisschen. Jetzt muss man natürlich auch schon fast zählen. Ich habe noch 5, da sind 2, 4, 6. Oh, sieht schlecht aus für mich. Wie macht man das jetzt am geschicktesten? Gucken wir mal. Das war wahrscheinlich nicht so geschickt von mir. Ich würde da jetzt gerne von der anderen Seite rankommen. Ich glaube, jetzt ist die Niederlage wirklich unabwendbar. Aber weiß ja nie, es ist so spät. Vielleicht schleichen sich da kleine Flüchtigkeitsfehler ein. Oh, 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 oh. Also wäre jetzt noch eine Möglichkeit, ich würde sagen, schreibt mir einen Kommentar, aber das bringt mir hinterher auch nichts mehr. Ja. Ich glaube, es ist vorbei. Der eine Stein wird mich nicht mehr retten. Das war jetzt natürlich super für mich. Nicht. Jetzt kann ich noch meinen Stein irgendwo reinschieben. Ich werde nirgendwo einen Vierer machen können. Nee. Dann schieben wir nochmal relativ viel. Kommt der Stein hier hin. Und jetzt kann mir da sogar noch einer geklaut werden, aber das ändert nichts. Ich habe keine Steine mehr. Damit ist das Spiel rum und ich habe die Partie jetzt verloren. Wie gesagt, ne, bei viel Quatschen und so. Ich habe ja, das schon öfter erzählt. Ja. Rezensieren und schlaustrategisch spielen funktioniert nicht. Wie gesagt, das war das Standardspiel. Das ist immer ganz gut, um das Spiel zu lernen. Wenn man dann das volle Spiel spielt, dann also nicht das volle Spiel, sondern das Basisspiel spielt, dann nimmt man alle 18 Steine und dann baut man sich immer so doppelte Steine. Wie heißen die? Das sind dann die Gipssteine und dann setzt man einfach als Startsteine diese Gipssteine aufs Spielfeld statt die einfachen Steine. Das heißt, ne, hier kommt ein weißer hin, dann kommen hier und hier die schwarzen hin. Und diese Gipssteine, die kann man zum einen bewegen und schieben wie ganz normale Steine. Das heißt, ich könnte mich hier hinsetzen und den schieben. Ich könnte irgendwie mich hier hinsetzen und den schieben. Das bleibt einem völlig selbst überlassen. Wenn man dann eine komplette Reihe hat, also wenn man irgendwie 4 Steine in einer Reihe hat, dann kann man sich immer entscheiden, ob man sowohl die eigenen Steine als auch die Steine des Gegners aus dem Spiel nimmt oder ob man die drin lässt. Das heißt, wenn ich hier irgendwie so eine Reihe gebaut haben sollte und hier dann vielleicht irgendwie der Stein vorsitzt, dann könnte ich halt sagen, okay, ich möchte gerne irgendwie die 3 Steine rausnehmen, den komplett raus, aber den gerne da lassen.
Ne, das kann mir vielleicht irgendwie einen taktischen Vorteil bringen. Ich kann mich aber auch dazu entscheiden, den rauszunehmen. Das sollte ich vor allen Dingen dann machen, wenn ich zu wenig Steine habe. Also wenn ich sehe, wie eben, oh Gott, ich kann mal nichts mehr setzen, dann nehme ich den vom Spielfeld und immer sobald so ein Gipfstein irgendwie aus dem Spiel kommt, wird der halt zu zwei normalen Steinen. Das heißt, ich habe dann wieder ein bzw. zwei Steine mehr. Und ja, so würden wir dann jetzt wieder diese Partie spielen und wie gesagt, dann immer, wenn wir so eine Reihe mit diesen Steinen bilden und Zeit entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht. Und das ist eben die die Standardvariante. Und dann gibt es noch die Turniervariante. In der Turniervariante gibt es keine vorgegebene Startaufstellung. Da können wir dann abwechseln. Ja, das sind seine Steine. Wir können uns halt entscheiden, ob wir einen Gipfstein setzen wollen oder nicht. Falls wir das tun, können wir den irgendwo hinsetzen. Also ich könnte mal wegen hier mit einem Gipfstein anfangen. Auf einen beliebigen Ausgangspunkt, dann könnte eben mein Mitspieler auch sagen, er möchte gerne einen Gipfstein irgendwo hinbringen. Dann kann ich wieder sagen, ich möchte hier einen Gipfstein reinbringen. Dann kann hier irgendwo einer kommen. Und das können wir so lange machen, wie wir wollen. Sobald aber irgendwer sagt, er möchte keinen Gipfstein mehr aufs Spielfeld bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nee, ist mir jetzt zu heikel, ich möchte jetzt lieber einen normalen Stein ins Spiel bringen. Dann, sobald ich dann einen normalen Basisstein ins Spiel gebracht habe, darf ich ab da keine Gipfsteine mehr ins Spiel bringen. Also die doppelten heißen Gipfsteine. Jetzt könnte mein Gegenüber sagen, hey, ich möchte auf jeden Fall gerne noch irgendwie einen Gipfstein ins Spiel bringen. Ich müsste dann jetzt weiterhin irgendwie normale Steine ins Spiel bringen. Und da drüben könnte man halt so lange weiter Gipfsteine ins Spiel bringen, wie man möchte. Natürlich hat man dann insgesamt ein bisschen weniger Möglichkeiten. Vielleicht ist das gut, vielleicht nicht. Das kann im Turnierspiel halt jeder für sich selbst entscheiden. Und sobald der andere dann sagt, hier, ich möchte jetzt auch gerne normale Steine ins Spiel bringen, ist da dann eben auch vorbei. Und ab da bringen wir nur noch normale Steine rein und dann wird eben ganz normal gespielt. Entweder auch wieder so lange, bis ein Spieler keine Steine mehr ins Spiel bringen kann, der hat dann verloren, oder bis alle Gipfsteine geschlagen sind. Das heißt, ich hätte jetzt nur drei im Spiel, wenn die drei raus sind, darauf könnte man gezielt spielen, habe ich verloren. Hier sind natürlich deutlich mehr Gipfsteine im Spiel, das heißt, da brauche ich jetzt in dem Fall gar nicht drauf spielen, dass die rauskommen. Ich sollte eben versuchen, so schnell wie möglich darauf zu gehen, dass ich vier Reihen bilde und diese Steine entferne, damit da eben dann nicht mehr genug Steine im Vorrat sind und der andere Spieler verloren hat. Ich glaube, das müssen wir euch jetzt nicht nochmal zeigen. Ich denke, ihr könnt euch wahrscheinlich, wenn ihr euch gerade die Partie angeguckt habt, vorstellen, wie das dann funktioniert. Und das war einmal gibt, wie gesagt, ein 20 Jahre altes Spiel, das immer noch wieder neu aufgelegt wird. Das spricht auf jeden Fall schon für das Spiel, dass es halt doch durchaus sehr beliebt ist. Ich finde es, wie gesagt, also an sich ganz nett. Es ist nur halt wirklich sehr, sehr, sehr abstrakt. Und so komplett unkommunikative Spiele finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig. Ich bin natürlich trotzdem sehr neugierig darauf, auszuprobieren, wie funktioniert das mit diesen Potenzialen, die man dann da reinbringen kann. Und ja, das, wie gesagt, das Konzept so irgendwie so belohnt, dass man mal ein Spiel gewonnen hat und dann aus diesem, von diesem Sieg quasi einen Vorteil hervorbringt, der aber nicht so krass ist, den man nutzen kann, den der Gegner auch irgendwie verhindern kann. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich die Serie so entwickelt. Wie gesagt, die Entwicklung ist eigentlich schon abgeschlossen. Ich habe die damals nicht mitgemacht. Ich hatte zwar mal so ein, zwei Spiele aus der Reihe, aber habe das nie so wirklich komplett als Serie gespielt. Und jetzt werde ich die auf jeden Fall alle mal ausprobieren. Werde euch die dann alle mal zeigen. Sobald ich halt genug Spiele habe und euch noch sagen kann, wie das mit diesen Potenzialen funktioniert, werde ich das auch noch dann nachholen. Und ja, ich hoffe, das war informativ und hilfreich. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck davon, wie GIP funktioniert. Könnt schon mal entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Und wenn es was für euch ist, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Ansonsten sagen wir bis bald und tschüss. Tschüss.